Herzlich willkommen beim heutigen Online-Event zu unserer Ukraine-Nothilfe. Schön, dass Sie alle da sind heute Abend. Sie haben uns alle großzügig unterstützt und heute möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben, was wir in der Ukraine und in Moldawien dank Ihrer Hilfe unternehmen konnten. Vielen Dank als erstes gleich mal für Ihre Unterstützung und auch für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Am Anfang noch ein paar technische Informationen. Dieses Event wird aufgezeichnet, damit einige, die nicht teilnehmen konnten, es nachsehen könnten, respektive auch Sie es dann nachschauen können, falls Sie Interesse haben. Das heißt, wenn Sie nicht gesehen werden wollen, bitte schalten Sie Ihre Kamera aus. Fragen können Sie jederzeit im Chat stellen und wir werden zu gegebener Zeit, also am Schluss dann des Events, darauf eingehen. Also, bei mir heute Abend ist Christian Gemperli. Er ist Leiter der humanitären Hilfe hier bei Helvetas. Lieber Christian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nehmen konntest heute am Abend. Und du bist auch vor einem Jahr etwa, oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr, hast du in deinem heutigen Amt bist du gestartet, hast angefangen. Und kurz danach hat dieser Krieg in der Ukraine begonnen. Christian, wie hast du diese ersten Tage des russischen Angriffs in Erinnerung? Ja, guten Abend und vielen Dank. Also die erste Zeit, ich glaube, das, was ich mich ganz klar erinnere, da war war Unglauben. Also ich war persönlich auch sehr überrascht über diesen Angriffskrieg. Wir hatten mit etwas Kleinerem gerechnet und wurden da vom Ausmaß ziemlich stark überrascht. Wir haben aber in den folgenden Tagen schon mit den ersten Maßnahmen für die Hilfe in Moldawien begonnen und haben dann in den anschließenden Wochen eigentlich fast rund um die Uhr gearbeitet. Es war vor allem eine sehr, sehr intensive Zeit für unser Team. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr intensiv war. Es war auch emotional intensiv, ich glaube für uns alle, auch in unserem Publikum, dieser Krieg, der da begonnen hat, mitten in Europa, und der jetzt seit einem Jahr, also seit über einem Jahr dran ist und kein Ende absehbar ist. Ich glaube, das Leiden der Bevölkerung ist immens. Also ich denke, wir sehen die Zerstörungen, die immer zunehmen. Wir hatten da auch eigentlich ein Bild geplant, vielleicht sehen wir das gleich. Und diese zerstörte Infrastruktur zeigt ja eigentlich nicht, was wirklich oder wie Menschen wirklich leiden. Was wir hier bei uns oft als erstes sehen oder wahrnehmen, ist, dass eben ganz viele Menschen vor diesem Krieg fliehen oder geflohen sind. Wir haben rund 8 Millionen Menschen in ganz Europa, die aus der Ukraine geflohen sind. Wir haben innerhalb der Ukraine über 6 Millionen Menschen, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und unterwegs sind, auf der Flucht sind. Es handelt sich um die schnellst wachsende und größte Flüchtlingskrise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch da haben wir eine Folie mit ein paar Zahlen. Und wir kommen noch darauf, wie auch zum Beispiel das kleine Land Moldawien eine große Anzahl an Flüchtlingen aufgenommen hat. Also wir haben gehört, dass 800.000 Flüchtlinge nach Moldawien geflohen sind, dass über 100.000 im Land geblieben sind. Wir werden das dann später noch mal ein bisschen anschauen. Ich möchte jetzt einen kurzen Rückblick machen zum Beginn des Krieges. Wir haben dazu ein kleines Video von der moldawischen Grenze. Я видела, что там сегодня много.
gab eine große Angst, das Haus zu verlassen. Es gab auch eine sehr große Angst, zu Hause zu bleiben. In dem Moment, wo die Schüsse fallen, will man einfach alles stehen lassen und fliehen. Ja, Christian, Helvetas war am Anfang dieses Krieges sehr schnell an der moldawischen Grenze oder an der ukrainischen Grenze, muss man sagen, präsent und tätig. Kannst du uns erklären, wie das so schnell möglich war? Ja, Helvetas war schon vor Ausbruch des Krieges in Moldawien tätig mit einem Projekt der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir hatten also ein Büro vor Ort, ein Team, das dort arbeitete. Die Herausforderung war jedoch, dass das Team, das waren keine Spezialisten der Nothilfe, sondern eher Spezialisten für wirtschaftliche Entwicklung. Und wir mussten deshalb in kurzer Zeit also Verstärkung schicken, damit ein Nothilfeteam, das lokale Team dann darin unterstützt hat, die Ort aufzugleisen. Wir haben also noch in den ersten Tagen einen ersten Nothilfekoordinator entsendet, der dann durch weitere zusätzliche Personen unterstützt wurde. Wir haben während dieser Zeit auch sehr eng mit der DEZA zusammengearbeitet, die ein Nothilfeteam entsandt hatten und andere Nothilfeteams der Allianz 2015, das Netzwerk von europäischen NGOs, von denen Helvetas ein Teil ist. Ja. Ja, vielen Dank. Wirtschaftsförderung, sage ich mal. Und dann muss man gleich im Krieg an der Hilfe, an der Grenze Hilfe leisten. Das ist eine Herausforderung. Welche Hilfe leistete Helvetas denn konkret an dieser Grenze? Also zu Beginn, also in den ersten Tagen, ging es vor allem darum, Hilfe für die Flüchtenden, die zu Zehntausenden pro Tag über die Grenze kamen, zu leisten. Das heißt, wir haben als erstes sogenannte Help Points erstellt. Das waren Zelte, wo die Personen, die über die Grenze kamen, versorgt wurden, vor allem verletzliche Gruppen, Schwangere, Frauen, Mütter mit Kleinkindern, aber auch ältere Personen. Man muss sich bewusst sein, dass die Personen, sehr viele Personen zu Fuß über die Grenze kamen. Es war sehr kalt, sehr viele Menschen waren traumatisiert und es ging darum, erstmals die Personen in Empfang zu nehmen und anschließend auch die Weiterreise zu organisieren. Die Grenze im Süden, in Palanka, ist rund etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Chisinau entfernt. Deshalb haben wir mit Busunternehmen Verträge abgeschlossen, dass die Flüchtlinge sicher in die Hauptstadt transportiert werden und dort in die Auffangszentren der Regierung gehen konnten. Es gab andere, die wollten direkt weiterreisen in andere Drittstaaten. Dort haben wir Busse an die rumänische Grenze organisiert. Es gab auch ein sehr großer Bedarf an Kommunikation und Information. Die Leute kamen an, sie wollten in Kontakt bleiben mit ihren Angehörigen, die in der Ukraine verblieben sind. Sie wollten ihre Weiterreise organisieren in die anderen Länder und wir haben entsprechend dann SIM-Karten verteilt, dass sie kommunizieren konnten. Wir haben Hotspots an der Grenze erstellt, damit sie aufs Internet könnten und somit die Informationen auch selber aufbringen können, die sie benötigt haben. Und wurden die Menschen auch versorgt mit Nahrungsmitteln, mit warmen Mahlzeiten,
die ausgegeben wurden. Jawohl. Diese Hotspots oder diese Helppoints an der Grenze, die bestehen immer noch. Und auch, ich habe es vorhin schon gesagt, es blieben insgesamt über 100.000 Menschen in Moldawien. Das ist Europas ärmstes Land, das durch diese Flüchtlingswelle um 5%, hast du gesagt, gewachsen ist. Wo leben denn diese Menschen und wie hilft Helvetas diesen Menschen? Also die Menschen kommen einerseits in temporären Notunterkünften der Regierung unter. Das war aber eigentlich ein kleiner Teil. Der allergrößte Teil der Menschen lebte und lebt nach wie vor mit Gastfamilien, moldawische Gastfamilien, die diese Flüchtlinge großzügig aufnahmen, obwohl ihnen oftmals selber das Geld fehlt. Man muss sich erinnern, es ist das ärmste Land von Europa und sehr viele dieser Menschen wurden auch im ländlichen Raum aufgenommen, wo die Leute generell nicht über sehr viele Mittel verfügen. Und wir haben anschließend uns dazu entschlossen, die Gastfamilien mit Bargeldbeträgen zu unterstützen, damit diese die erhöhten Kosten für Miete, Essen und Heizmittel weiterhin aufbringen konnten und somit auch die Flüchtlinge weiterhin bei sich zu Hause beherbergen konnten. Ja. Wir haben auch von den Flüchtlingsunterkünften eine gewisse Anzahl unterstützt bei der Zahlung der Betriebskosten, damit Elektrizität, Wasser und Heizkosten gezahlt werden konnten. Viele dieser Unterkünfte wurden auch privat betrieben, also nicht nur von der Regierung. Und das ging gut ein paar Wochen und Monate, aber irgendwann gingen die Mittel aus. Und viele der Unterkünfte mussten aus diesem Grund geschlossen werden. Und da sprang Helvetas dann ein. Ja, wir erinnern uns, auch Moldawien war betroffen von Erhöhung der Energiepreise, Gaslieferungen aus Russland, die eingestellt wurden. Also die Menschen vor Ort sind auch durch die Teuerung stark betroffen und darum sehr froh, wenn wir ihnen auch wirklich finanziell helfen können, weil die Versorgung an für sich ja funktioniert, bloß sie können es sich nicht mehr leisten. Genau. So viel im Moment zu Moldawien. Helvetas arbeitet aber auch in der Ukraine selber. Und wie ist die Situation der Menschen dort? Ich habe ein Bild gefunden, das mich sehr beeindruckt hat. Diese Frau, die vor einem zerstörten Gebäude sitzt in der Ostukraine und in einem Eimer Blumen verkauft. Es ist für mich irgendwo ein Bild, ja, auch ein bisschen der Hoffnung und des Durchhaltens. Wie ist die Situation der Menschen dort aktuell? Ja, der Winter war sehr hart. Viele Menschen hatten sehr viel gelitten in diesem Winter. Es fehlte vor allem an Treibstoff, um zu heizen. Die Leute waren auch konstanten Angriffen durch Bombardement, also durch oder Luftangriffe mit Drohnen und Raketen ausgesetzt. Und das zermürbt natürlich über längere Zeit auch die Moral der Bevölkerung. Aber die Leute sind auch sehr froh, dass der Winter jetzt dann langsam vorbei ist. Das gibt Hoffnung und Kraft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Man muss sich auch bewusst sein, die Ukraine ist ein sehr großes Land und die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Gebieten. Im Osten des Landes ist die Situation sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Gebieten im Westen. Im Westen werden vor allem Binnenflüchtlinge beherbergt. Es gibt zurzeit außer gelegentlichen Angriffen durch Raketen und Drohnen keine offenen Kampfhandlungen. Wir arbeiten im Westen in sowohl in Ternopil als auch in Ivano-Frankivsk, in diesen Oblasts, Kantone, das Pendant zu Kantonen.
arbeiten wir vor allem mit der Lokalregierung daran, dass die Flüchtlingsunterkünfte oder Binnenflüchtlingsunterkünfte einen adäquaten Lebensstandard haben. Eher in der zentralen Region um Kyiv arbeiten wir vor allem daran, die zerstörte Infrastruktur zu reparieren, und wir arbeiten auch eher im Osten, im Oblast Kharkiv, wo wir auch vor allem darauf fokussieren, die zerstörte Infrastruktur zumindest notdürftig wieder aufzubauen, damit die Wohnungen bewohnbar sind. Mhm. Wir haben ein paar Bilder aus dem Westen der Ukraine, wo für Flüchtlinge, für Binnenvertriebene gearbeitet wurde. Kannst du uns kurz erklären oder sagen, was wir hier sehen? Ja, das ist so eine Notunterkunft, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt wird. Wie gesagt, der Großteil der Binnenflüchtlinge lebt auch in der Ukraine bei Gastfamilien oder bei Verwandten. Es gibt aber doch einen gewissen Anteil, der in Notunterkünften lebt, und da die Anzahl der Binnenflüchtlinge in die Millionen geht, ist das auch nicht mehr so ein kleiner Anteil in totalen Zahlen. Die Binnenflüchtlinge lebten zu Beginn vor allem in Schulhäusern und in Kindergärten. Die Regierung hat aber gegen September letzten Jahres entschieden, dass die Schulen wieder geöffnet werden müssen, damit die Kinder zur Schule gehen. Es entstand in der Folge ein sehr großer Bedarf an Notunterkünfte. Und Helvetas hat hier in Zusammenarbeit mit unserer lokalen Partnerorganisation DISPRO und einer Schweizer Partnerorganisation SCAD ein Programm ins Leben gerufen, um diese Notunterkünfte, die von den Gemeinden identifiziert wurden, aber nicht akzeptable Standards aufwiesen, also über keine Sanitäranlagen oder Wasserversorgung oder Elektrizität verfügten, dass wir diese ausgebaut haben und somit bewohnbar gemacht haben. Ich glaube, auf diesem Bild sehen wir auch so eine Vorher-Nachher-Situation. Also auf der linken Seite quasi war vorher, und nachher war das dann ein Waschraum für mehrere Menschen. Auf dem nächsten Bild sehen wir eine Küche, die eingerichtet wurde. Also man hat da quasi fast in baufälligen oder in alten Gebäuden quasi diese Infrastruktur eingebaut, damit die Flüchtlinge dort unterkommen konnten. Das ist im Westen, und auch im Westen der Ukraine gab es immer wieder Angriffe, auch auf Infrastruktur, zum Beispiel die Wasserinfrastruktur, die immer wieder auch Ziel der Angriffe war oder beschädigt wurde durch Raketen. Und da haben wir ein Video, das wir Ihnen kurz zeigen möchten. В межах реалізації проєкту «Програма відновлення України» у Макарівській громаді громадська організація «Диспро» разом з швейцарськими партнерами компанії «СКАД» та компанії «Хеліт» за кошти фонду «Свіс Солідарніті» виконується роботи з пошкодженого житла та роботи з постачання та покращення водопостачання в обмінному регіоні Im Frühling letzten Jahres. Dort wurde die Wasserversorgung auch während den Kampfhandlungen zerstört.
zerstört und war nicht mehr funktionsfähig. Und Helvetas hat dann in Zusammenarbeit mit unserer lokalen Partnerorganisation haben wir entsprechend dann dieses Versorgungssystem repariert und ausgebaut. Es wurde dann auch modernisiert, wie ich gehört habe, dass dann auch mehr automatisiert werden konnte. Hier sehen wir, glaube ich, einen Beamten, einen Lokalen, der sich bedankt. Ja, genau, der stellvertretende Leiter der Gemeinde oder der Region Makariv, der sich hier bedankt. Und wir sehen, das war wirklich im Winter, im Matsch, wo da gebohrt und gegraben wurde. Genau. Wir haben sowohl in der Region Kiew haben wir Wasserversorgungssysteme repariert, aber auch im Westen des Landes. Dort wurden die Systeme nicht zerstört. Das Problem war dort eher, dass aufgrund der erhöhten Bevölkerung, in gewissen Gemeinden hat sich die Bevölkerung quasi verdoppelt. Durch die zugezogenen Vertriebenen, dass wir dort die Wasserversorgung entsprechend ausgebaut haben, damit die Systeme mit der erhöhten Nachfrage nach Wasser nicht weiterhin genügend produziert werden konnte, ohne dass die Systeme längerfristig Schaden nehmen. Jawohl. Wasserversorgung ist ja fundamental überall auf der Welt und auch in einem Kriegsgebiet ganz besonders. Wir haben, vorhin hast du angesprochen, die Region um Kiew, das Makariv, das in der Nähe von Butscha in dieser Region ist ein Ort, den wir alle im Ohr haben und kennen. Am Anfang des Krieges war ja dieser Angriff, direkte Angriff auf Kiew, der dann misslungen ist, kann man sagen. Und als die russischen Soldaten dort wieder sich zurückgezogen haben, haben sie ziemlich viel Zerstörung zurückgelassen. Und auch in dieser Region haben wir ein Programm nicht nur für Wasserinfrastruktur, sondern auch für Häuser der Menschen, die dort sich vor dem Winter auf die Kälte vorbereitet haben. Wir hatten ein Programm Cash for Repair, also Bargeld, um sein Haus zu reparieren. Und auch hier haben wir ein paar Eindrücke zusammengestellt als Video. Das Ziel des Programms war, die Häuser, die leichte bis mittlere Schäden hatten, wieder bewohnbar zu machen. Nicht Häuser wieder aufgebaut. Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht machbar und auch nicht effizient angesichts der Herausforderungen, die vor allem letzten Herbst in Bezug auf den Winter anstanden. Deshalb haben wir uns auf Häuser konzentriert, wo es Einschusslöcher gab in den Wänden, wo Türen fehlten, die Fenster kaputt waren, also wo mit relativ geringem Aufwand ein möglichst großer Nutzen erzielt werden konnte. Und wir haben hier einen Bargeldansatz gewählt, also Cash for Repair. Wir haben zuerst eine Schadenserhebung der Häuser durchgeführt und aufgrund dieser Schadenserhebung hat man dann den Betrag bestimmt, welcher notwendig ist, um diese Häuser zu reparieren. Und
die Hausbesitzer waren dann selber dafür verantwortlich, die Reparaturarbeiten vorzunehmen, indem sie lokale Handwerker dafür eingestellt haben. Und unsere Equipen haben dann den Baufortschritt entsprechend überprüft und gemäß Baufortschritt wurden dann auch die einzelnen Zahlungen ausgelöst, die Bargeldzahlungen für die Reparaturarbeiten. Also so wurde dann auch sichergestellt, dass das Geld eben für Reparaturarbeiten und für die gewünschten Reparaturarbeiten eingesetzt wurden. Wir sehen hier jetzt im Bild, dass es nicht nur kleine Häuser waren, sondern zum Beispiel bei diesem Haus wurde das Dach quasi von einer Druckwelle nach einem Bombeneinschlag in der Nähe komplett weggeblasen, kann man sagen, und wurde jetzt wieder aufgebaut. Ich glaube, das sind kleine Wohnungen für etwa 100 Personen, wenn ich das richtig im Kopf habe. In diesem Falle wurde anders vorgegangen. Im Fall von Einfamilienhäusern waren es direkt die Besitzer, die für die Reparaturarbeiten verantwortlich waren. Im Fall von Mehrfamilienhäusern, war die Sache etwas komplexer und da haben wir mittels Contract gearbeitet, welche die Namen, die Arbeiten vornahmen. Also da wurde auch die Gemeinde involviert, um sicherzustellen, dass die Arbeiten zeitgemäß ausgeführt werden konnten. Also es ist relativ viel Verwaltungsaufwand, stelle ich mir vor. Das ist jetzt ein bisschen improvisiert, aber wenn ich das so höre, wer leistet diesen Verwaltungsaufwand? Wir haben ein Team vor Ort, wir haben ein Büro in Kiew und ein Team, das besteht aus lokalen Angestellten. Die Leitung des Büros hat eine internationale Person, also eine Person, ein internationaler Büroleiter inne. Und diese Personen zusammen mit unserer Partnerorganisation leisten diesen Verwaltungsaufwand. Wir arbeiten mit einer lokalen Organisation zusammen, die sehr viel Erfahrung hat in der Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und im Bereich Infrastruktur, insbesondere im Bereich Wasser, Abwasser. Und das ist uns natürlich zugute gekommen. Jawohl. Danke, Christian, für deine Ausführungen. Ich möchte jetzt auch noch gerne ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Nicht in die Glaskugel blicken, aber einfach so ein bisschen in die Zukunft, was geplant ist hier bei Helvetas. Ich habe gelesen, dass Helvetas sich mindestens für die nächsten 5 Jahre committed hat, also verpflichtet hat, in der Ukraine zu helfen. Ist das richtig einerseits und was bedeutet das denn? Ja, Helvetas wird sicherlich nach Kriegsende auch den Wiederaufbau im Land unterstützen. Wir arbeiten ja zurzeit schon auf Gemeindeebene im Bereich kritischer Infrastruktur sehr eng mit den Gemeinden zusammen, auch wie ich eben erwähnt habe, mit einer Partnerorganisation, die sehr viel Erfahrung hat im Bereich, also in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden und im Bereich Wasser- und Abwasserversorgung. Und wir werden sicher dieses Engagement später auch im Wiederaufbau fortführen. Zurzeit liegt der Schwerpunkt immer noch auf Not- oder Übergangshilfe. Das heißt, wir arbeiten vor allem mit kürzerfristigen Zielen. Wir machen Gebäude wintertauglich oder nehmen Reparaturarbeiten vor, aber noch eher mit kurzfristigen Zielen. Der Großteil wird ja auch der Arbeit wird auch von lokalen Akteuren, also eben unser Aufwand ist eher der Verwaltungsaufwand und schauen, dass die lokalen Akteure handeln kann. Kannst du dazu noch was sagen? Ja, das ist auch etwas, das wir in unserem Programm auch im kommenden Jahr
stärken möchten, die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen kleineren Initiativen. Man muss sich bewusst sein, dass insbesondere in der Ukraine sehr viel der Hilfe wird geleistet von kleinen zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das sind nicht zwingend formale Nichtregierungsorganisationen, sondern Menschen, die sich zusammengetan haben, um Hilfe zu leisten, um etwas zu bewirken. Und das Problem ist, dass diese nicht Organisationen, aber eben diese Initiativen oft nicht Zugang haben zu internationalen Geldern. Und wir möchten hier vermehrt eine Scharnierfunktion sein, sodass wir diese lokalen Initiativen, die oft sehr effizient sind und lokal entstehen, dass diese auch entsprechend unterstützt werden. Jawohl. Ich denke, das ist auch sehr sinnvoll. Also eben nicht alle profitieren von den, ich sag mal, UNO-Milliarden, falls es denn die gibt, sondern es braucht wirklich vor Ort, lokal, die Menschen, die selber Initiative ergreifen und die wir dabei unterstützen möchten. Ja. Ich denke, das ist auch nachhaltig. Ja, wir haben jetzt beispielsweise, sind wir daran, eine solche Initiativen im Bereich auch Reparatur von Häusern zu unterstützen. Es gibt kleinere Werkstätten, die entstanden sind, um Material zur Verfügung zu stellen, Personen, die ihr Haus reparieren möchten, und eben diese kleineren Initiativen möchten wir mit finanziellen Mitteln, aber auch mit Know-how unterstützen, sodass diese weiter bestehen können. Jawohl. Dann habe ich auch noch ein Stichwort, was ich gelesen habe, was für mich so ein bisschen innovativ klingt: zirkuläres Bauen. Ja. Kannst du da auch ein, zwei Worte dazu sagen? Ja, zirkuläres Bauen, das bedeutet eigentlich, dass der Ansatz, dass der Schutt und eigentlich recycelte Materialien in den Wiederaufbau einfließen. Wenn man die Bilder der zerstörten Städte sieht, sieht man ja, dass da enorm viel auch Schutt vorhanden ist, und es geht darum, dass man die bestehenden Materialien entsprechend auch wieder einfließen können in den Wiederaufbau, um somit auch die Umweltauswirkungen zu reduzieren, aber auch die Kosten zu senken. Jawohl. Also wir werden sicher weitermachen, indem wir die bestehenden Programme wie Cash for Repair ausdehnen, mehr Menschen davon profitieren können, andere Regionen eventuell damit erreicht werden. Das wäre in der Ukraine. Wie sieht denn das aus in Moldawien? Gibt es auch da längerfristige Pläne? In Moldawien sind wir zurzeit dran, zu evaluieren, wie wir Flüchtlinge am besten in lokalen Arbeitsmarkt integriert werden können. Es gibt, wie gesagt, 100.000 Flüchtlinge, die im Land sind. Oftmals möchten sie arbeiten, haben auch entsprechende Fähigkeiten, und wir haben eben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um zu schauen, was für Maßnahmen notwendig sind, dass diese auch der lokalen Wirtschaft zugutekommen. Und planen zurzeit ein Projekt, das vor allem Berufsbildungskurse anbieten wird, welche auf die Bedürfnisse der Flüchtlinge zugeschnitten sind und vor allem auch Fähigkeiten anbietet, welche portabel sind, also welche anschließend auch in der Ukraine gebraucht werden können, wenn der Krieg dann hoffentlich mal zu Ende ist. Hoffentlich bald, jawohl. Vielen Dank auch für deine Ausführungen dazu. Also da sind wir jetzt wieder, wo am Anfang hast du gesagt, wir hatten ein Programm in Moldawien, ein wirtschaftliches Aufbauprogramm, und die Leute mussten dann schnell reagieren und Nothilfe lernen an der Grenze. Und jetzt können wir aber das, was vorher, das Know-how, das von vorher da ist, auch quasi einsetzen und ummünzen auf die aktuelle Situation für die Vertriebenen.
Genau, das ist sicher ein Vorteil, dass wir durch das bestehende Projekt die nötige Expertise haben, um ein solches Projekt vorantreiben zu können. Jawohl, sehr gut. Herzlichen Dank, Christian. Ich glaube, das war das, was wir vorbereitet haben an Informationen und Bildern und Filmen. Jetzt wäre die Zeit, wo Sie auch Fragen stellen können. Bitte schreiben Sie doch Ihre Fragen in den Chat, so dass wir sie dann auch abbilden können und alle sie sehen und wir sie gerne hier beantworten. Ja, wir warten jetzt gerade mal, vielleicht die Leute sind noch überrumpelt und müssen jetzt sich zuerst sammeln und die Fragen sich überlegen. Christian, es gibt nicht nur in der Ukraine Notsituationen. Ich glaube, vor einem Jahr war das brennendste Problem, aber mittlerweile haben wir auch ganz andere Krisenherde. Okay, ich komme darauf zurück. Ich sehe eine Frage. In Moldawien gibt es eine pro-russische Population, gibt das Konflikte, also Stichwort Transnistrien zum Beispiel? Ja, das ist sicher ein Konfliktherd. Also das Land durchlebt zurzeit gerade eine Phase von großen Spannungen in der Bevölkerung. Es gibt, wie gesagt, ein Teil der Bevölkerung, der pro-russisch eingestellt ist. Es gibt Transnistrien, ein Teil des Landes, welches de facto außerhalb der Kontrolle der Landesregierung ist, auch mit einer starken pro-russischen Einstellung, und das führt zu Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Wir sind direkt als Organisation jetzt nicht betroffen, aber das Land steht unter großer Spannung aus diesem Grund. Ja. Jawohl, wir hören das immer wieder in den Nachrichten, dass da auch Destabilisierungsversuche oder laufen. Ja. Da sind ja auch russische Soldaten stationiert, glaube ich, in Transnistrien. Jawohl. Gibt es weitere Fragen? Im Moment haben wir keine weiteren Fragen. Ich werde drum nochmal zurückkommen auf meine Frage von vorhin. Ja. Die Situation in der Ukraine kennen wir. In der Zwischenzeit gab es einige andere Krisenherde. Dir wird nicht langweilig, glaube ich. Nein, wir hatten im letzten Jahr auch während der Ukraine-Krise gab es größere Krisen, die leider etwas überschattet wurden auch von der Ukraine-Krise. Es gab einerseits die Nahrungsmittelkrise, also Food Insecurity Crisis am Horn von Afrika. Wir sind in Äthiopien tätig und leisten bis jetzt auch Nothilfe dort. Wir sind auch seit rund 2 Monaten sind wir wieder auch in Tigray tätig. Zuvor war der Zugang sehr schwierig aufgrund des Konfliktes, und jetzt nach dem Friedensabkommen sind wir wieder dort und leisten auch dort Nothilfe. Zudem waren die Überschwemmungen in Pakistan, wo über 30 Millionen Personen betroffen waren von Überschwemmungen. Da waren wir sehr aktiv und haben in insgesamt 3 Provinzen ein großes Nothilfeprogramm umgesetzt, um der betroffenen Bevölkerung zu helfen. Jawohl. Und nicht zu vergessen das Erdbeben Türkei-Syrien. Genau, das ist eine weitere Katastrophe, wo wir vor allem unsere Partner der Allianz 2015 bei den Nothilfebestrebungen unterstützen in Nordwestsyrien. Jawohl. Ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, dass noch Fragen reingekommen sind. Ich schaue mal in die Regie. Genau, wie gefährlich ist die Arbeit in der Ukraine? Welche Risiken muss man eingehen?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie hängt sehr stark natürlich ab, wie ich eingangs erwähnte, ist es ein sehr großes Land und die Risiken sind sehr divers, je nach Gebiet. Es besteht in allen Regionen ein Residualrisiko von Luftschlägen in den größeren Städten. Natürlich ist sind die Risiken aber sehr ungleich verteilt und im Osten in den Städten sind die und natürlich im Süden an der Kontaktzone, wo auch die wo aktive Kampfhandlungen stattfinden, sind die Risiken natürlich sehr viel größer als in anderen Gebieten, wo keine Kampfhandlungen stattfinden. Deshalb ist es kommt sehr stark darauf an, aber die Risiken bestehen natürlich überall im Land. Also Bombardierungen, Drohnenangriffe, Raketenangriffe gibt es ja bis in den Westen, wenn man in den Nachrichten schaut. Das Risiko besteht natürlich, dass in allen Städten, ja. Jawohl. Ja, vielen Dank. Noch eine Frage? Jawohl. Es hat sicher unendlich viele internationale Organisationen vor Ort. Gibt es eine Koordination? Und wenn ja, wie funktioniert das konkret? Das ist, es gibt eine Koordination. Die Koordination funktioniert. Mittlerweile funktioniert sie besser. Sie hat in der Anfangszeit nicht ideal funktioniert. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass es gibt sehr viele internationale Organisationen, aber es gibt natürlich auch sehr viele nationale und lokale Organisationen. Die Regierung, es sind sehr viele Akteure tätig, die miteinander koordinieren müssen. Und das ist per se ist das oftmals ein komplexes Unterfangen. Zumeist wird die Koordination von einem sogenannten Cluster-System sichergestellt, das von der UNO geleitet wird in Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung. Jawohl. Also da werden auch unsere Projekte wie eingegeben oder? Genau, das gibt. Zumeist ist es sektoriell aufgebaut. Das bedeutet, dass in einem gewissen Gebiet alle Organisationen, die beispielsweise im Bereich Wasser, Abwasser arbeiten und im gleichen Kanton arbeiten, dann in eine gewisse Kategorie fallen und man gibt dann koordiniert entsprechend, dass man sagt, man arbeitet in der Gemeinde XY in diesem Bereich, auf diesem Gebiet. Und diese Daten werden natürlich auf Gemeindeebene mit der Gemeinde abgesprochen, aber auch auf höherer Ebene werden diese Daten dann zusammengezogen, um zu schauen, auch dass die Hilfe sich nicht in gewissen Regionen überkonzentriert ist, sondern sich wirklich verteilt und auch gemäß den effektiven Bedürfnissen ausgerichtet ist. Also dort, wo die Bedürfnisse größer sind, dass dann auch entsprechend Akteure dort vorhanden sind. Jawohl. Danke. Gibt es weitere Fragen? Im Moment gerade nicht. Ich denke, wir kommen langsam zum Ende unserer Veranstaltung. Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, auch in deiner wirklich wichtigen Arbeit. Eben wie gesagt, die Krisen gehen dir nicht aus. Als Leiter der humanitären Hilfe bist du wahrscheinlich der flexibelste Mitarbeiter, der am schnellsten immer reagieren muss. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank nicht nur für Ihr Interesse, sondern auch ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich großzügige Unterstützung. Wir sind wirklich dankbar und auch die Menschen in der Ukraine, in Moldawien und in all den anderen Krisenherden sind enorm dankbar für diese Hilfe, die sie erreicht. Und wir sind so auch in der Zukunft angewiesen natürlich auf Ihre Unterstützung, damit diese Arbeit, die wir nachhaltig und langfristig planen und wo wir uns wirklich einsetzen, dass wir das auch weiterführen können. In diesem Sinne
bedanke ich mich herzlich für Ihr Interesse. Danke, Christian, dass du hier warst im Studio, in unserem Büro hier in Zürich. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend weiterhin, alles Gute und bleiben Sie gesund.